Servus, liebe Nerdstar-Zuschauer, Nerdstar vs. Community ist wieder am Start und heute kriegen wir die Rückrunde zu sehen von den Teams, die wir schon vor 2 Wochen bewundern durften. Ganz genau. Beziehungsweise bewundert haben wir 2 Leute, ne, eigentlich 3, der Marci war auch noch zu bewundern. Heute ja, hat sich war das Ganze... zu bewundern. Er war zu bewundern, ja eben, heute, in diesem Teil ist das Ganze etwas anders. Später dazu mehr. Wir haben schon das Video gesehen, weil ja, wir haben jetzt schon einige Takes hier für dieses Commentary verbraucht. Unter anderem musste ich einmal abbrechen, weil ich Kuchen essen musste. Ja. Die Kuchenpause. Hier, der Marc, der wurde von seinem super schnieken Smartphone immer mal wieder hier genötigt zu unterbrechen jetzt. Ja. Und ich glaube, ähnlich ging es dem Marci hier in diesem Match am Anfang auch. Wahrscheinlich, ja. Irgendwie war der Junge abwesend. Aber generell, man konnte schon mal wieder eine klare Tendenz sehen. Flummi und Xenigen. Die beiden rulen nach wie vor noch. Auf jeden gar Fall. Keine Frage. Ja, wer sich diesmal etwas bedeckter gehalten hat, das war Chainsaw Man 16. Dafür hat Noah TV Germany ein bisschen was gezeigt, was er kann. Und der Schinken war auch diese Runde richtig gut dabei, muss man sagen. Dazu später mehr. Das wird man dann noch sehen, wie sich unser Schinken schlägt. Zumindest einmal war es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, exakt. Also wer das Video aufmerksam verfolgt, der wird das überhaupt nicht verfehlen können. Ja, der wird feststellen, der Schinken hat's da den Leuten gezeigt hier, ne? Der hat's hier den Nerdstars mal hier einen kleinen Sieg erkämpft, ne? Ja, also ich bin dafür, das habe ich auch schon im vorherigen Take gesagt, ich bin dafür, dass ein T-Shirt rausgebracht wird. Ja, der Vorzeigeschinken und der dann darunter ein Bild mit ihm. Ganz genau. Oder dass man ihm vielleicht ein Meme widmet. Schinken-like oder so. Oder like Schinken. Ich bin dafür, ich setze mich dafür ein. Ja. Wenn ihr auch dafür seid, nachdem ihr das Video gesehen habt, dann gebt einen Daumen rauf oder schreibt einen netten Kommentar. Ja, ihr werdet sehen, der Schinken, der hat's echt verdient. Das war echt grandios, diese Runde, der Schinken. Nicht schlecht. So, ja, dann würde ich sagen... Der Marci hat aber diese Runde nicht ganz so gut abgeschnitten, ne? Wie gesagt, Marci war irgendwie geistig woanders, jedenfalls in der ersten Hälfte des Matches. Das wird man sehen. Sorry, dass wir jetzt so auf dir rumhaken, Kollege, aber Soldat, das muss besser gehen. Du kannst es besser, also ich schreib dir jetzt mal in Skype an, was da los war. genau, schreib ihn mal an, mal gucken, ob er was zu sagen hat dazu, ne? Ein kleines Statement abzugeben hat. Zu seiner miserablen Leistung hier, ne? Genau, du kannst jetzt nochmal auf das Projekt an sich aufmerksam machen, auf die E-Mail-Adresse und so. Genau, ja, die sieht man noch gerade gar nicht, ne? Aber generell, Leute, ihr könnt euch immer bewerben, wenn ihr wollt, einfach eine E-Mail schreiben an nerdarena@nerdstar.de mit einem Spielevorschlag und auch der Info, mit wem ihr antreten wollt, denn ihr könnt in Teams antreten oder auch alleine mit einem fremden Team quasi, das geht auch. So, da haben wir wieder die Tendenz eben gesehen. Flummi und Xenigen liegen halt ganz weit vorne. War abzusehen. Und jetzt ist der Marci noch ein bisschen... Er ist noch dabei. Noch läuft er im Team mit. Später wird es ein bisschen anders aussehen. Ja, da ist unser Marci anscheinend ein bisschen abgelenkt. Und vertreibt sich da die Zeit. Er ist tot. Ja gut, das ging schnell. Generell wird der Marci diese Runde des Öfteren mal sterben. Aber hey, passt schon. Ja, er hat am Ende noch Kills gemacht, also seine Tode waren nicht vergebens, also, ne? Er war nicht ganz nutzlos, aber relativ nutzlos. Boah, das ist jetzt hart. Das war jetzt hart. Alter, nee, der Marci ist ein ganz lieber, wir kennen uns ja auch mehr oder weniger persönlich und der versteht das schon. Ja, vielleicht hat er Krebs gehabt an dem Tag oder so, ne? Ja, man kennt das ja, sobald irgendetwas nicht in Ordnung ist, wenn du das Internet fragst, dann hast du Krebs. Hast Krebs, ja. Ne? Nase läuft, Krebs, Kratzen im Hals, Krebs, du hast dich mit dem Fuß an der Tischkante gestoßen, okay, keine Ahnung, wie man mit dem Fuß da jetzt unbedingt hinkommt, aber egal, dann hast du Krebs, laut Internet. Wieso Krebs, Hirntumor. Auf jeden Fall. Sowieso. Ja. Ja, ist halt ziemlich tragisch, generell, ich meine, egal was du isst, gehst du Burger King, Krebs, Tomaten essen ist auch Krebs, irgendwie ist alles Krebs, also von daher, Leute, am besten einfach gar nichts machen. Genau, dann sind die Chancen, dass sie an Krebs erkrankt, immer noch recht hoch, aber... Moment mal, wie kamen wir jetzt nochmal auf Krebs? Egal. Ja, ist eine Frage. Egal. So, falls jetzt irgendein Krebskranker tatsächlich zuschauen sollte, mein aufrichtiges Beileid. Ja, nee, es ist nur
schwarzer Humor. Es ist schwarzer Humor. Ja, du darfst Tod und Krankheit nicht zeigen, dass du Angst hast, weil dann treten sie in den Arsch. Das haben wir ja von Dr. So. Cox gelernt. Da haben wir hier Flummi gegen den Schinken. Aber leider ist dann Schinken gegen so eine Übermacht dann doch nicht ganz gewachsen. Aber später wird er dann schon noch seine Skills zeigen. Skills, mit Skills, Z geschrieben. Skills, ja, mit Z. Mit Z geschrieben, das ist ganz, ganz wichtig. Skills niemals ohne Doppel-Z. Speak und so weiter, ja, da haben wir es halt schon, ne? Da ist er tot, der Flummi, bam, bam, AK, weg ist er. Aber ja, hier Flummi 8:1, Xenagin auch 8:1, der Chainsaw Man 0:2, momentan noch nicht ganz so gut, später wird es aber zumindest mal auf eine positive KD hinauslaufen. Ja, auch aber wenn er sich insgesamt doch sehr bedeckt gehalten hat, diese Runde, dafür war er ja in der letzten umso präsenter. Ja, das stimmt. Letzte Runde war er, klar, es war nichts gegen Xenagin und Flummi, aber das macht ja auch gar nichts. Ja, lag vielleicht aber auch an dem LMG, was er hatte, ne? Ja, hier, Neue TV Germany mit der Arve, ne? Nicht so, dieses Mal ist der liebe Flummi nicht mit der Arve unterwegs, das hat dann der Xenagin übernommen, den Part. Flummi war aber wieder mit seiner Deagle unterwegs. Der war mit der Deagle unterwegs, ja, da... Mit der hat aber auch ein ziemlich gutes Aim, der Junge. Also muss man schon sagen. In der letzten Runde. Die Deagle ist auch quasi eine kleine Arve. Für mich. Für mich war die Deagle immer eine kleine Arve. Ja, ja. Okay. Ja, gut. Wenn du das so siehst. Wenn du den Kopf erwischst, ist bam. Und ist ein Heller. Ne? Allein schon die Animation von der Deagle, da kommt einfach keine andere Pistole ran, wenn du dieses BAM machst, BAM. Ja, die Deagle war auch in Modern Warfare absolut eine geile Waffe, also wirklich. OP war sie. War wirklich OP. Ja, also die Deagle hier in Counter-Strike, das ist schon richtiger Gunporn, möchte man sagen. Gunporn. Okay, das habe ich noch nie gehört, aber klingt gut. Ich kenn's das nicht, gib mal bei YouTube Slow Motion, gib mal bei Google Porns, Hardcore Porns und keine Ahnung was für ein Porn, aber Gun Porn auch mal. Gib einfach mal bei YouTube oder Google Slow Motion Gun Porn ein. Slow Motion Gun Porn. Okay, und was kommt dann? Dann Slow kommt Gun Action. Dann, nee, Action nicht, aber Porn. Porn. Gun Porn. Okay. Muss ich nachher mal machen, momentan erstmal ein bisschen noch das Spiel verfolgen, ne? Stimmt, genau. Es sind noch einige Minuten zu spielen. Da beziehungsweise da jetzt seht ihr es da. Schinken alleine gegen drei Leute, gegen OWL Music, gegen Chainsaw Man und gegen Neue TV Germany. Er hat eben das Glück, dass die beiden Besten, der Xenagin und der Flummi, nicht mehr da sind. Trotzdem, der eine ist schon weggebasht worden hier, der Music. Zwei sind noch übrig. Und wir können schon mal vorwegnehmen, er macht beide fertig. Also wirklich, der Schinken, absolute Granate hier. Meine Damen und Herren, wir haben kurz nach Halbzeit und Schinken schreibt Geschichte. Deswegen, er braucht sein eigenes T-Shirt. Ja, absolut, absolut. Hier, Chainsaw Man ganz vorsichtig mit 26 HP und bam, weg ist er. Weg ist er. Schinken hat die Runde für die Nerdstars entschieden. 5:1, meine Damen und Herren, hier. Ja, wenn ihr die Nerdstars auch mal so bashen wollt oder wenn ihr einfach nur mit ihnen zocken wollt im Format Nerdstar vs. Community, dann schreibt eine E-Mail-Adresse an die lieben Nerdstars. Nee, Quatsch. Ihr schreibt eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die ihr auch immer wieder im Splitscreen sehen könnt. nerdarena@nerdstar.de. Genau. Dann bekommt ihr wahrscheinlich noch kein Schinken-Shirt. Aber so oder so ist das eine ganz coole Sache. Dafür setzen wir uns noch ein. Schinken FTW, absolut, der hat's verdient. Nach der Aktion. Ja, Schinken made my day. Er hat quasi die Ehre der Nerdstars gerettet hier. Nachdem Basi hier so abkackt mit 2:7 mittlerweile sogar. Also, immerhin, ne? Also geht ja noch einigermaßen, aber der Schinken 6:5, ne? Wenigstens die einzige positive KD in diesem. In seinem Team. Ja, wobei der Rest vom Nerdstar-Team nicht wirklich besser aussieht. 3:7 habe ich da gesehen, nochmal 2:7. Der Masi ist jetzt nicht das Ende, aber er ist, Ich hätte mehr von dir erwartet. Ganz ehrlich, also Masi, ganz ehrlich, nächstes Mal, da wollen wir ein bisschen mehr Action sehen, ne? Also ganz ehrlich, hier. Genau, hier, Masi killt OWL Music, ne? Also, immerhin. So, der Xenagin räumt auf mit AK-Deagle. Rambo-mäßig hier. Jetzt mit M4. Einfach mal die Leute. Nice. Bombe wurde gelegt. Und da haben wir wieder die große Übersicht. Ja. So, Marci ganz hinten im Spawn und läuft als letzter los. Noch läuft er mit. Später noch läuft er aber mit. Schlafen, der Gute. Wahrscheinlich wieder am SMS schreiben.
Der geht hier Alleingang, der Marcy. Ja, okay. Ja, jetzt weiß ich, was die Lehrer immer meinen, wenn sie sagen, dass wir denen mit unseren Smartphones im Unterricht auf den Sack gehen. Das ist das Gleiche, ne? Hier. Absolut. Marc, ich glaube, wir hacken zu sehr auf unserem Arbeitgeber rum hier. Ja, Arbeitgeber, ne? Apropos Arbeitgeber, da, wir bekommen ja gar nichts dafür, für unsere Arbeit, die wir hier leisten. Ne? Also, muss sich ändern, wir müssen nachhaken, muss sich ändern. Genau. Nö, ganz ehrlich, also Marci, das geht so nicht hier, ne? Also, nö. Also, ja, wir laden ihn mal auf ein Bier ein, dann regeln wir. Arbeitszeit, die wir hier verbrauchen, ne? Also, ne? Wo gibt's denn sowas hier? Nee, aber der Marci ist ganz lieber, wie gesagt, ne? Der versteht das schon, denke ich mal. Also, ich schätze den Marci nicht so konservativ ein. So strikt, streng. Da sieht man es hier. Marci bleibt stehen, läuft nicht hinterher, das ganze Team haut ab. Also was er da gemacht hat, ist mir schleierhaft, aber auf jeden Fall war er nicht bei der Sache. Ganz schlecht, Marci. Kein gutes Vorbild hier. Ich tippe auf Gunporn. Gunporn. Was ist Gunporn? Ganz ehrlich, was ist das? Ja, switch mal kurz von dem Video hier weg und tipp das kurz ein. Ihr kennt das jetzt schon. Ich, also wo? Auf Google oder jetzt auf YouTube? Ja, auf oder? YouTube ist egal, ist egal. Meinetwegen auch auf MyVideo, da sind ja auch noch ein paar Videos verblieben. Ja. Oh. Mittlerweile ist MyVideo TV ja nur noch quasi Internetfernsehen, was Serien und so angeht. Oh, da haben wir was. Okay, die Musik ist schon mal sehr tragisch hier. Boah. Sogar mit Beethoven-Musik unterlegt. Ja, währenddessen wird die Bombe gelegt hier. Scheinfrate. Ach, das ist schön hier. Das ist also Gunporn. Ja, man sieht Feuerwaffen in Slow Motion, die abgefeuert werden. und auf einmal sieht die Welt viel bunter aus, oder? Ja, es ist wirklich sehr emotional, es ist sehr auch kreativ anregend. Leitungswasser schmeckt auf einmal nach Multivitaminsaft. Ja. Alles wird anders dadurch. Sehr nice, du, sehr nice. Ja, und das schaust du dir dann jeden Tag an, oder wie? Nein, nee. Nein, mach ich nicht. Nee, das ist, ganz ehrlich, das ist langweilig. Ja, okay, stimmt schon. Also ich meine, es gibt genügend Spiele, ja, mit authentischer Grafik inzwischen, wo man das selbst abfeuern kann. Und ansonsten würde mich höchstens reizen, selbst eine Waffe abzufeuern. Also da muss ich dann irgendwann mal in die USA ziehen oder so, dann ziehe ich zu FPS Russia. And it's always have a nice day. Das ist der beste der Typ. Genau. Ja, nee, ja, besser. Der bessere Russe ist eigentlich noch Shosho 10199, der immer so Battlefield-Clips und Gameplays hochlädt. Kommt später, ne? What's up, good people of YouTube? The Russian Sniper is back on the battlefield. And also das ist wirklich, der Typ ist klasse. Vor allem der Typ ist über 60 schon. Aber zockt seit Jahren Battlefield und Call of Duty und ist über 60 und YouTuber. Beziehungsweise nice. Mehr als das, er ist auch noch YouTube-Partner, also er macht auch noch Kohle, ist im Machinima-Netzwerk, soweit ich weiß. Okay. Mit über 60 Jahren. Das ist echt krass, also ist wohl einer der absolut ältesten YouTuber, beziehungsweise Gamer hier auf YouTube. Gehe ich mal von aus. Also ich habe jetzt noch gar keinen gesehen, der will ich auch meinen. 6 in seinem Alter stehen hatte. Ich kenne einen, den Dutchman, 64, der ist mittlerweile 48, müsste es sein, was auch schon sehr alt ist, aber 60 ist dann schon eine Hausnummer, du. Also Hut ab, dass derjenige immer noch hier so präsent ist in der Gaming-Szene. Ja, ich frage mich gerade, wie alt eigentlich der Typ von Videoamt ist. Der macht jetzt zwar keine Gaming-Videos, aber ist ja doch sehr aktiv, was da auch das Community-Wesen und so angeht auf YouTube. Ja. Also ich denke mal, über 30 beziehungsweise über 40 ist drin. Denke ich mal. Na gut. So, das war's jetzt hier. Die Endstats, Flummi. 20-3, Xenegen 19-3, absolut alles weggeruled. Aber auch NordTV Germany mit 12-4 ist nicht allzu schlecht. Drüben Schinken 8-10, ja, solide. Und der SCYM, der eine vom Minecraft-Team, glaube ich, 1-12, naja, war nicht so gut, aber hey. Passt schon. Das war die Rückrunde vom ersten Set Nerdstar vs. Community. Schinken hat Geschichte geschrieben. Absolut. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann schreibt eine E-Mail-Adresse an nerdarena@nerdstar.de mit dem Team, mit dem ihr antreten wollt und das Spiel. Ihr könnt natürlich auch jederzeit neue Spiele vorschlagen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal, Leute. Wahrscheinlich mit einem anderen Spiel. Bis dann. Ciao.
See ya.